Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier in Königshafen diesmal. Ich wollte ja weiter Behemoth vorstellen und wir machen mit den Mantid weiter. Wir hatten in letzter Folge ja Quarker und Ridon vorgestellt, also habe ich vorgestellt. Diesmal werde ich nur den Mantid machen. Das wird nicht viel länger dauern als der Ridon. Also es wird sehr kurz sein, aber ich finde es einfach besser, wenn man wirklich nur einen Behemoth pro Folge macht. Und später wird es ja auch dann länger werden mit den stärkeren Behemoth dann. Von daher denke ich einfach mal, dass ich jetzt nur Ridon, bitte nur Mantid mache und das nächste dann Mammox oder so. Und dann auch Scorpid. Weil das ja die nächsten ersten Behemoth aus den jeweiligen Bereichen sind, also die Verteidigungssektoren. Also die Verteidigungssektoren sind halt die Nachtfeste, das Dämmertal, Königshafen und Dünenaußenposten. Also die Bereiche, in denen man Behemoth bekämpfen kann. Und da sind halt im Dämmertal das Ridon, in Königshafen der Mantid, im Dünenaußenposten der Scorpid und in Nachtfeste das Mammox, das erste oder der erste Behemoth, soweit ich weiß. Und deswegen, ja, will ich einfach mal den Mantid machen, weil das. Obwohl, nee, ich glaube, der Mammox ist der nächste nach der Story, aber was soll's. Let us fight side by side. Ja. Ah, nee, Kang ist das sogar. Okay. Ja, dann ist es halt Kang, nicht Mantid. Und genau wie beim letzten Mal eben, werde ich halt natürlich mit dem Bogen kämpfen. Das heißt, eventuell wird das, habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, dass wie ich kämpfe, also mein Kampfstil, wie ich darauf reagiere und alles, wird vom Bogen abhängig sein. Also verlasst euch nicht darauf, den so zu bekämpfen, wie ich das mache, wenn ihr eine Nahkampfwaffe oder generell eine andere Waffe als den Bogen benutzt. Deswegen kann ich auch nur das vorstellen. Also deswegen bewerte ich das auch so, wie es für den Kampf mit dem Bogen wichtig ist. Weil ich das, was mit mit Nahkampfwaffen oder so wichtig ist, gar nicht bemerke. Weil ich das halt fast nie mache. Außer jetzt vielleicht mit dem Zweitkanal, Account, sorry. Ich sag immer Kanal. Also mit dem Zweitaccount habe ich ja eben die Zwillingsklingen und deswegen kann ich da eventuell noch. Also da habe ich auch nicht so viel Erfahrung mit, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Ja, wir laufen jetzt einfach dahin. Das ist ja schon gleich hier im nächsten Bereich. Und wie ihr vielleicht wisst, der Kang, das kann man eventuell sogar am Namen erkennen, ist halt der Affe, der große Affe, der eben auch, ich glaube, Stärke, Kristall und Kraftannehmer eben gibt, genau wie der Ridon. Da haben wir ihn ja auch schon. Ja. Wem ist halt so, der wird halt relativ spät anfangen zu brüllen. Also, dass er so eine lange Pause gemacht hat, ist total normal. Der Move ist auch immer der gleiche. Er wird immer zuerst seine, was auch immer, essen, was er da eben ist. Und dann eben einmal auf den Boden schlagen und dann erst brüllen. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich aus Versehen normal gestartet habe. Also, ich werde vielleicht nochmal auf Elite starten, weil normal viel zu schnell vorbei sein wird. Deswegen sitze ich hier noch am Cut. Also, bis gleich. Okay, also nochmal von vorne. Diesmal Elite. So. Perfekt. Also, wie ihr gerade sehen konntet, halt eben, wie gesagt, Stärkekristalle und Krafteinnehmer, was er eben bringt. Also, natürlich gibt es dann noch Giftrauchkang. Der gibt dann eben auch noch Giftkristalle und Giftanima. Ich weiß nicht, ob es zusätzlich zu Gift, Kraftanima und Stärkekristall gibt oder ob es dann nur Giftmaterialien gibt, aber das werden wir schon noch sehen, wenn wir den bekämpfen. Jetzt erstmal den normalen Kang. Ist sogar wieder im gleichen Sektor, also in Sektor 5. Aber sagt da sowieso nichts aus. So, also da ist er wieder. Diesmal ein bisschen stärker, weil wir eben auf Elite kämpfen. Damit das nicht so schnell vorbei ist. Wie ihr auch seht, wieder genauso. Er wird erst, ich denke mal, Beeren essen. Dann eben wird er es bemerken, dann auf den Boden schlagen, dann erst holen. So. Das war schon seine erste Attacke. Er wedelt mit seinen Armen. Wenn man, also er schwenkt seine Arme. Wenn man dabei in der Nähe steht, also eigentlich direkt bei seinen Armen, so hier in dem Bereich hier so gestanden hätte, hätte er ihn damit getroffen. Hier eben, er springt und
klatscht dabei auf den Boden danach und macht dabei ordentlich Schaden. Das wäre jetzt schon seine dritte Attacke. Also, halt so wie eigentlich, weil, wie ich ja schon gesagt habe, es passiert immer sehr schnell hintereinander alles, deswegen wird es schwierig, das alles so detailgetreu zu beschreiben. Also bei der Rollattacke habt ihr ja gesehen, muss ich eigentlich nicht viel sagen. Jetzt, weil eben, was gerade eben war, dass er sich eben so hinhockt und dann eben seinen Arm ausbreitet und dann irgendwas spuckt. Ich weiß nicht genau was. Und gerade eben hat er ja seinen Gesteinsbomb, glaube ich, geworfen. Was er ja auch kann. Genau wie der Redon. Nur halt, beim Redon sind das mehrere Gesteinsbrocken. Bei ihm ist das ein großer. Oh. Das war ein bisschen, habe ich ein bisschen zu früh geholt. Ein bisschen Schaden kassiert. Ja. Ich glaube, es waren im Wesentlichen sogar, schon seine Attacken. Aber er ist ja auch einer der ersten Behemoth, von daher kann man von dem auch nicht so viel erwarten jetzt. Man kann auch sagen, dass er, also man sieht hier, die Materialien, die man bekommt, sind erstmal die Zähne durch den Kopf. Dann, ich glaube, Drachenknochen sind das von seinen Armen. Und ein großer Drachenschädel von seinem Rücken, das man bekommen kann. Oder so ähnlich, weiß ich auch nicht mehr so genau. Weil ich das seit längerem nicht mehr brauche. Aber ich glaube, so eine Art ist das. Und dann komme ich mal darauf, wie sich seine Attacken ankündigen. Ich weiß es jetzt, wie gesagt, eben alles sehr schnell hintereinander und nicht so ausführlich. Ist ein bisschen doof, aber was soll man machen? Ich könnte natürlich es alles im Voraus aufnehmen und dann eingehend studieren und so und in Detailgetreu wieder nach. Also wiederholen und so, also die einzelnen Videoausschnitte. Werde ich vielleicht in Zukunft auch so machen. Aber naja, bisher ist das auch noch ein bisschen schwierig. Von daher muss ich das, müssen wir uns einfach so mit zufrieden geben. Das wird sich hoffentlich in Zukunft noch ändern, also zum Besseren verändern. Ja, haben wir schon wieder getroffen. Bin doof. Ja, also, wir kommen mal darauf, wie ich ja gerade gesagt habe, darauf, wie er seine Attacken ankündigt. Wir haben gerade gesehen, er hat damit angesetzt, seinen Arm zu schwenken. Das deutet er fast gar nicht an, bis ich glaube, vielleicht darauf, dass der erste Schwenker sozusagen zur Seite noch keinen Schaden macht. Das kann sein, aber das weiß ich nicht so genau, weil ich fast immer mit einer Fernkampfwaffe gegen kämpfe. Deswegen eigentlich nie davon getroffen werde. Hier, das würde auch Schaden machen, wenn er einfach so boxt, aber das merkt man ja, wenn er seine Arme hebt. Eindeutig ist dann auch ganz klar der Wurf von seinem Stein. Dass er dann eben erst auf seinen Rücken greift und sich ein bisschen dreht, um dann seinen Stein zu werfen. Ich werde gleich auch nochmal gegen ihn kämpfen. Das finde ich sehr eindeutig, also das kann man eigentlich nicht übersehen. Ist auch, glaube ich, fast eine Sekunde oder... Ja doch, eigentlich denke ich mal, dass es ungefähr eine Sekunde lang ist, was er ausholt. Also da merkt man schon, dass er gleich seinen Stein werfen wird. Und das kann man auch gut von allen möglichen anderen Sachen unterscheiden. Weil er eben auch so eine Ausholbewegung macht, wie über Kugelstoß oder so. Also, ja. Dann eben, dass er dieses... Naja, Gift ist es ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, Gift ist es wirklich nur beim Gifttauchgang. Ja, schon wieder in Sektor 5. Naja. Also wie gesagt, ich glaube, Gift ist das nicht, eher so, vielleicht ist das Speichel oder sowas, was weiß ich. Auf jeden Fall kündigt er das ja auch an, indem er, ich glaube, na, wir werden es ja gleich sowieso sehen, also, aber ich glaube, seine Arme und so hebt er schon vorher, also er streckt er schon vorher so aus und, ja. Naja, man kann es nicht wie Schwung nehmen nennen, aber ja, so in der Art. Dass er eben sozusagen erstmal das ganze Zeug in seinem Mund sammelt und das dann losspuckt oder wie auch immer. Ja, diese Rolle. Ich kann es vielleicht sogar wirklich in Slow-Mo wiedergeben. Da hat er eben auch erst seinen Arm so zurückgenommen. Genauso wie beim Sprung gerade. Also, ich hole eigentlich immer Schwung.
Sie, eigentlich wohl jeder Behemoth bei solchen Attacken, bei solchen Melee-Attacken, wenn ich das mal benennen darf, holen die immer Schwung mit ihren Körperteilen. Ich habe das gerade gesehen, er hat über seine Arme nach oben genommen, hat sie so gedreht, um sie dann auszubreiten und zu spucken. Was vom Prinzip her tatsächlich so ähnlich aussieht wie beim Steinwerfen. Oder beim Springen sogar gerade auch. Oh, huch. Aber mit der Zeit und mit ein bisschen Erfahrung erkennt man irgendwann den Unterschied. Unter anderem, dass er eben beim Springen viel aufrechter steht als beim Spucken, wenn er das macht. Und solche Sachen halt. Ja, wie ich wieder gesehen, er hat sich sogar auf die Zehenspitzen gestellt, um dann mit den Armen diese Schwung zu holen und dann sich abzustoßen. Ja, ja, das ist ja schon ein großer Unterschied, dass er jetzt gerade seinen Arm auch viel mehr ausgebreitet hat und sowas, ja. Dann hoffe ich mal, dass er gleich noch was anderes macht, um das direkt wiederzugeben, um nicht aus Versehen irgendwas Falsches zu sagen. Ja, ich glaube, das habe ich schon was gesagt. Jetzt macht er schon wieder das. Alter, ich will, dass du nochmal rollst. Das wäre optimal. Ansonsten müsste ich mich darauf verlassen, was jetzt meine Erinnerung wiedergeben, dass er eben seine Arme zurücknimmt, um dann, wie sozusagen, zu einer Kugel zu rollen und dann sich mit Schwung sozusagen loszurollen. Aber irgendwie macht das gerade nicht. Ich habe gerade irgendwie keine Lust drauf. Was soll man machen? Ich mach gerade irgendwie nichts anderes. Er macht immer wieder dieselben Moves. Bisschen schade. Ja, eigentlich sind mir Materialien egal, aber ich. Ja, mache ich halt automatisch irgendwie die Seelenkette. Ja, ja, er hat nochmal das Rollen gemacht. Hab leider nicht so genau darauf geachtet, sorry. Jetzt, wo er es einmal macht, da achte ich nicht drauf. Perfekt. Naja. Aber ich glaube, es war schon etwa so, wie ich es beschrieben habe. Wenn nicht, ihr habt das ja gesehen, ihr werdet erkannt haben, was er ungefähr gemacht hat. Denn das, was er vorher gemacht hat, sagen wir mal in der Sekunde davor oder so, es wird immer das gleiche sein bei dieser Attacke. So wie bei jeder anderen Attacke auch. Weil die Eintrachten wirklich immer dieselben sind. Was ja auch eigentlich der Sinn der Sache ist, damit man auch eine Chance hat, das vernünftig zu erkennen. Ja, hat er nochmal gemacht. Okay, er ist tot. Und ich glaube, wir haben sogar eigentlich schon ziemlich alles über ihn schon jetzt gesagt. Hoffe ich. Musste sie eben nochmal sagen zur Sicherheit. Es ist einer der schwächsten Behemoth. Er macht nicht so viel. Man kann nicht so viel von ihm erwarten. Also, ja, er hat sich sehr viel wiederholt. Das wird aber in Zukunft auch noch mehr so sein, dass die Attacken vielleicht auch noch viel, also dass vielleicht noch mehr Attacken kommen und so bei diesem Behemoth. Vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher ist und die Attacken an sich auch vielleicht komplizierter sind oder so. Aber dadurch, dass sie eben auch schwieriger zu bekämpfen sind, viel mehr aushalten und so und deswegen die Kämpfe länger dauern, kann das bei denen auch sein, dass sich bei den Kämpfen sehr viel wiederholt und durch deswegen einfach nur durch so einen einzigen Kampf oder vielleicht auch durch zwei Kämpfe, wie ich jetzt gerade, nicht so viel Abwechslung da reinbringen kann. Deswegen werde ich irgendwann einen Weg finden müssen, das vernünftig so zu schneiden, dass ich eben einen Kampf vorher aufnehme und den dann Stück für Stück zerlege und analysiere für euch. Also nicht analysiere, um den dann vorzutragen, sondern sozusagen die Analyse vortrage, sagen wir das mal so. Von daher, ja, ich bin mal gespannt, wie die nächsten Folgen so werden. Aber jetzt bei den schwächeren Behemoth wird das erstmal wahrscheinlich so bleiben. Bis das dann später die Kämpfe so lange dauern, dass es euch nicht mehr interessiert, wie lange das, also das, weil es dann so lange dauert, weil es irgendwann langweilig wird. Kann durchaus sein, dass es irgendwann passiert. Auch wenn das Spiel an sich natürlich nicht langweilig ist, an sich machen die Kämpfe ja auch ultra Spaß. Aber es wird halt nicht so viel Neues kommen, was ich erklären kann. Deswegen wird irgendwann der Sinn dieser Kämpfe, also der Sinn dieser Folgen wird dann vielleicht irgendwann nicht mehr so vorhanden sein, wie ich es wollte. Ich hoffe, dass ich dann noch rechtzeitig so eine Lösung finde. Aber darum müssen wir uns jetzt noch nicht kümmern.
Denn, ja, Angel muss jetzt eigentlich auch noch nicht. Das werde ich sowieso nicht jetzt für euch machen, weil das nicht unbedingt das Interessanteste ist. Ja, deswegen würde ich sagen, das war's mit diesem nächsten Behemoth-Tutorial. Tutorial? Was ist das? Wie schreibt man das? Naja, egal. Oh, ich habe eine eiserne Lanzenspitze erhalten. Das ist ja eine Festung. Da ich gerade wieder dabei bin, mich für die nächste Invasion der Urgewalt vorzubereiten, die ich aber nicht aufnehmen werde, weil das nicht so, weil sie sich nicht so sehr von den anderen Folgen unterscheiden wird, die ich bisher dazu gemacht habe. Ich glaube, am meisten Spaß macht sowas halt auch wirklich, wenn man das alleine spielt. Also nicht alleine spielt, sondern selber spielt. Ich weiß nicht, wie sinnvoll bei Let's Plays zu der Invasion der Urgewalt sind. Von daher werde ich, bis ich den Cinderweb und den Olivia Dune bekämpfen kann, wahrscheinlich keine Invasion der Urgewalt-Folgen mehr hochladen. Oder überhaupt erst nur aufnehmen. Das mache ich einfach nur, um meine Rüstung zu verstärken. Aber ja. Egal. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Ich bin total abgedriftet. Habe jetzt sehr viel Blödsinn gelabert. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass es euch eventuell ein bisschen geholfen hat, falls ihr Neueinsteiger seid in diesem Spiel. Und dass ansonsten eventuell einfach interessant war, vielleicht mal die Meinung eines anderen Spielers zu hören oder so. Auch wenn ich nicht wirklich meine Meinung gesagt habe, sondern nur die Attacken vorgestellt habe. Aber mal davon abgesehen. Lasst gerne eine Bewertung da. Ich freue mich darüber. Egal was für eine Bewertung. Ihr könnt gerne Kritik schreiben. Ihr könnt natürlich auch sagen, was ihr toll fandet. Auch wenn mir das nicht unbedingt weiterhilft. Ich glaube, Kritik hilft mir sogar mehr als Lob. Von daher in diesem Sinne, bis morgen, wenn ich hoffentlich wieder eine Folge hochlade von Story und vom Tutorial. Eigentlich ist beides möglich, aber also theoretisch wäre beides möglich, praktisch, naja, komme ich irgendwie einfach nicht dazu. Aber mal davon abgesehen, ich wiederhole mich total, deswegen halte ich jetzt einfach mal die Schnauze und tschüss, bis morgen. Ich habe euch hoffentlich nicht zu viel jetzt vollgelabert. Bye bye.